Och, ein Drache. Hallo. Beim Drachen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin zu Besuch bei Verwandten. Nein, wird ein ganz normales Video wieder zu unserem Drumherum, zu unserer Stellplatzvorstellung in, wer weiß es schon, wo steht der gute Drache? Wo hat Siegfried gegen ihn gekämpft? Wir sind in Xanten. Im Hintergrund seht ihr die Grimhildmühle, die noch ihre Runden dreht mit dem Mühlenkaffee. Wir haben gedacht, das Wetter ist relativ bescheiden für dieses Wochenende. Wir haben das Wochenende vom 19. bis 21. April 2024. Es ist nur Regen angesagt oder Schauern. Und hier in Xanten haben wir uns gedacht, gibt es so viel in der Stadt zu entdecken und ohne weite Fahrradtouren zu machen im Drumherum, dass wir mit euch mal nach Xanten fahren. Der Stellplatz hat auch eine Veränderung. Es gibt auch hier einen neuen Betreiber und deshalb haben wir euch wieder, wie ihr es kennt, ein separates Stellplatzvideo gemacht mit allem, was dazugehört. Detailreiche Beschreibung des Stellplatzes, der Gegebenheiten und der Zukunftspläne, weil auch hier hat sich wieder eine Menge getan. Ansonsten gibt es viel Altes in Xanten zu entdecken. Bleibt dran, folgt uns durch das Wochenende, schaut vorbei, ob wir nasse Füße bekommen oder ob alles trocken bleibt. Los geht's, ab ins Wochenende. Haben wir alles? Steht so. Ja, können wir fahren, jetzt regnet es nämlich wieder. Ja, so wie es dann auch. Ja, guten Morgen oder Mahlzeit. Ne? Wir haben ein bisschen länger gebraucht, wir haben was getrödelt. Eigentlich wollten wir heute noch mal... 11:06 ist noch keine Mahlzeit. Ja. Jetzt regnet es etwas mehr sogar. Plan für heute war, mit euch mal in Städtchen zu fahren. Xanten hat eine richtig schöne Altstadt. Kleiner netter Dom, Geschichte, Nibelungen, römisch, alles da. Es gibt ja hier das LVR Archäologische Museum, Nachbau der Römerstation, oder wie nennt man, der Römerstadt, mit einem wirklich guten rekonstruierten Gebäuden, der großen Arena und Hafen, Wohnhäuser, alles da. Wir haben die Bislicher Insel, Naturschutzgebiet. Wir haben hier hinten die Fähre rüber auf die andere Rheinseite und wir haben Regen. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank, liebe Christine, für gestern Abend. Es hat uns sehr gefreut, dass du uns besucht hast. Es war mega schön. Schade, dass du so weit weg wohnst in der Schweiz. Ansonsten würde ich sagen, lass uns mal am Wochenende auch zusammen los. War mega interessant und ich freue mich drauf, heute nochmal mit dir ein bisschen zu quatschen. Also von daher, liebe Grüße für den tollen Abend gestern. Und jetzt wollen wir mal ohne euch abwarten, bis es aufhört zu regnen. Weil Alfred hat mir verboten, heute nochmal zu singen. Ja, die hat den ganzen Morgen hat die versucht zu singen. Bis gleich. Ciao. Kleine Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten, wenn ihr vom Stellplatz so runterkommt und links Richtung Xanten fahrt, habt ihr da ein sehr gutes Radwegenetz, beziehungsweise der Fußweg natürlich auch. Es sind 0,9 Kilometer bis in die historische Altstadt, 1,7 bis zum Bahnhof, falls ihr mit dem Zug irgendwo hinfahren wollt. Es gibt hier eine Bushaltestelle, vorne gibt es schon Discounter. Ihr kommt von hier in... kann ich nicht genau lesen, 2 Kilometer ungefähr zur Bislicher Insel. Und in die Richtung gibt es auch noch, wenn ihr andersrum fahrt, ein Amphitheater in 2-3 Kilometern. Also von daher könnt ihr hier wunderbar zu Fuß oder mit dem Rad die Gegend erkunden. Und jetzt geht's ab ins Städtchen. Guck mal, ist der Krösel Hannes und die Krösel Marie. Ja, das ist der Krösel Marie. Nee, die ist da gegenüber. Eine Ente als Gießkanne?
Oh! Im alten Ortskern gibt es vieles zu entdecken. Alfred hat euch ja schon einen kleinen Rundumblick hier um den Marktplatz gezeigt. Wir haben hier Historisches zu entdecken, viele schöne Restaurants, Cafés, die vom Fastfood hin bis zur gehobenen Gastronomie einladen. Für jeden Geschmack was dabei. Es gibt viele Geschäfte, die noch ihren kleinen Boutique-Flair erhalten haben. Mit schönem und nützlichen. Samstags gibt es einen kleinen Markt, wo ihr euch auch eindecken könnt. Es gibt hier auch die ein oder andere heiße Theke, wo man sich schöne Speisen für das Wohnmobil fertig gekocht mitnehmen kann. Oh, es gibt so viel zu entdecken, inklusive der schönen historischen Kulisse. Kommt einfach her und schaut es euch an. Was es auch gibt, hier ist Treffpunkt für Veranstaltungen, für Führungen. Es gibt Stadtrundgänge, es gibt Themenführungen. Wie das erste Maiwochenende haben wir hier das Xantner Weinfest. Dann haben wir zwei Wochen später das Siegfried-Spektakel, weil Xanten ist nicht nur bekannt für seine römischen Ausgrabungen für das Archäologische Museum, sondern auch für die Nibelungensage und den Siegfried, der von hier kommt. Zeigen wir euch gleich noch, da gibt es das ein oder andere auch zu entdecken. Wir haben im Hintergrund den Dom. Wir haben hier so viel Cafés, wo ihr einfach sitzen und gucken könnt. Kommt her und schaut es euch an. Die ein oder andere Impression halten wir euch natürlich noch fest. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, das Stiftsmuseum zu besuchen. Auch da gibt es wieder Führungen. Den Dom, den kann man so hinein. Aber wie ihr seht, stehen wir hier im Torbogen und warten die Schauer mal wieder ab. Also lasst es mal in den Kommentaren da. Seid ihr auch so Schlechtwetteranzieher? Also wir definitiv. Dieses Jahr haben wir kein Wochenende ausgelassen, wo wir nicht gefahren sind. Wie oft hat man keinen Regen? Dreimal? Nee, Bad Ems hat man auch keinen. Dreimal. Ja. Dreimal, glaube ich, kein Regen. Ansonsten haben wir immer Regen gehabt, beziehungsweise mussten dann erst los, wenn es aufgehört hat zu regnen oder abbrechen. Wie habt ihr gehabt? Zieht es euch trotzdem raus? Also wir sind nicht alleine. Wir haben den einen oder anderen vom Stellplatz hier schon unterwegs getroffen. Von daher, Hut ab. Hier hat der heilige Norbert gewohnt. Das ist die Norbertkapelle inklusive der Norbertzelle. 1115 hat hier der heilige Norbert gewohnt. Der Durchgang hier durch den Torbogen zum Dom rüber ist ein Teil des Jakobspilgerwegs, der Etappe Nimwegen bis Xanten. Habt ihr das gewusst, dass es hier am Jakobsweg vorbeigeht? Ich nicht. Und jetzt hat der Regen nachgelassen. Gehen wir mal rüber zum Dom.
Deswegen die Unterwelt. Da steht der Heilige, nicht der Fegefeuer und so weiter. Aus da gar nicht dich hinzuknien und zu beten, hat mich da unten in der Krypta der Drache gefressen hat. Der hat mich wieder ausgespuckt. Ich bin auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der Krypta der Magenverstimmung. Guck mal, wie dich zerstört der war. Hier, guck mal, was sie da wieder. Wahnsinn. Hey, wo bist du? Ich rede mit dir. Hier ist noch eine alte Mühle, ein altes Mühlrad. Hier geht's zum Museum. Da wieder nur Blödsinn warum, oder? Ja, guck doch mal da oben. Was denn? Ampelmann. Das ist happy, aber nicht wegen dem Zeug hier, sondern wegen dem Zeug hier. Jede Menge Enten. Kann sich ja nicht entscheiden. Auf jeden Fall bekomme ich eine. Seht ihr gleich, wenn wir wieder am Fahrrad sind. Und gegenüber von dem Enten-Deldorado im My Sweet-Laden habt ihr das Siegfried-Museum und auch dabei die Touristeninformation. Zusammengefügte Touren über die Knotenpunkte. Es gibt schöne Fahrradkarten, jede Menge Informationsmaterial. Und wer sich dann noch ein bisschen über Siegfried und die Nibelungen informieren möchte, kann das hier im Siegfried-Museum tun. Und an dieser Stelle haben wir auch die Abfahrt für den Nibelungen-Express. Das ist dieses Touristenbähnchen, was man ja aus den verschiedenen Orten kennt. Das fährt dann hier ab. Zu jeder vollen Stunde könnt ihr hier an der Informationstafel euch einlesen, beziehungsweise auf der Homepage der Touristeninformation. Ey, was machst du da? Ich will wissen, was du hier gekauft hast. Nee, das siehst du gleich. An der Stelle machen wir einen Cut und dann zeige ich das euch gleich, wenn wir weiterdrehen. Jetzt geht's aufs Rad. Wir fahren mal eine Tour hier um die Stadt drumherum. Wir haben hier den Markt, da haben wir auch die Räder stehen. Ihr kommt mit dem Wohnmobil von hier, also nicht mit dem Wohnmobil, wenn ihr mit dem Wohnmobil hier steht, kommt ihr von hier. Dann haben wir hier den Dom mit dem Kreuzgang, wo wir eben waren. Hier ist die Touristeninformation, wir Deppen stehen jetzt gerade hier. Und rundherum gibt es auch einen Kurpark, weil Xanten ist anerkannter Kurort. Deshalb auch Luftkurort, wenn schon. Deshalb auch eben hier die Kurtaxe, die zu entrichten ist. Und es gibt hier auch ein Gradierwerk, kommen wir bestimmt auch noch mal dran vorbei. Und einen schönen Rundweg durch diesen Kurpark, der praktisch entlang der alten Stadtmauer geht. Hier haben wir noch das Stadttor, hier die alte Mühle. Kommen wir jetzt gleich hin. Thank you.
geht's. In die Grimhildmühle. Die Besteigung kostet 50 Cent für Erwachsene, 1,50 für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. In der Mühle könnt ihr selbstgebackenes Brot mit Mehl aus der Umgebung kaufen. Der Shop lädt mit vielen Naturprodukten ein, gesundes und leckeres zu erwerben. Beeindruckend war die Auswahl an Gewürzen und frischen Tees. So, ich mit meiner Höhenangst habe hier gerade, uiuiui, ui. Also im Moment, ach, guckt mal da, da läuft das Mehl. Die Windmühle dreht sich aber auch wie Luppi bei dem Wind, den wir gerade haben. Ne? Guckt mal, ruhig. Gleich gibt es wieder eine Schauer. Was hört sich drin viel wuchtiger an, ne? Von der windgeschützten Seite hier hörst du die Drehgeräusche gar nicht so. Also ihr könnt hier in diesem Kurparkgürtel wunderschön spazieren gehen. Und immer wieder entlang der alten Stadtmauer mit vielen alten Häusern. Ja, ich habe hier ein bisschen Höhenangst, wie immer. So, es geht noch eine Etage höher. Da ist der Übeltäter. Seht ihr das? Überall der Mehlstaub. Ich kann euch sagen, das ist nicht so einfach mit der Kamera. Ich muss hier auch wieder runter. Hilfe. Da durch die Ritzen siehst du den Mahlstein flitzen. Ui. So hautnah ohne Absperrungen habe ich das noch nie erlebt. War schon in einigen Mühlen. Da dreht der Mühlstein sich. Hier durch die Holzbohlen kann man ihn sehen. Ich habe das Gefühl, wenn man da drauf guckt, der dreht sich immer schneller. Also, ehrlich gesagt, war da die Gratwanderung auf dem Hochgrat nichts gegen. Oh, jetzt geht ja der Turbo hier los. Jetzt hebt es aber ab. Soll ich euch das Geheimnis lüften, was ich gekauft habe? Ich weiß, ich bin schon ein bisschen älter, dann wird man ja wieder zum Kind. Ne? Da ist sie, meine Fahrradente, aber es ist keine Hupe. Ist nur Deko. Gab es auch noch mit Propeller, aber das haben wir gelassen. Der würde bei mir nicht lange leben. Ja. Der wäre im Weg. So, und jetzt Ente voraus. Weiter geht's. Da ist es schon. Da ist das Archäologische Museum. Wir stehen jetzt gerade hier am einen der anderen Sensationen der Stadt Zanken, am APX, dem Archäologischen Museum aus Römerzeiten. Hier sind römische Funde gefunden worden, römische
Artefakte. Artefakte gefunden worden. Man hat eine ganze Menge rekonstruiert, wieder aufgebaut oder nachgebaut. Und ich kann euch sagen, es ist definitiv ein Besuch wert. Wir werden mit euch diesmal nicht in das Museum gehen. Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier. Aber an der Stelle blenden wir euch einfach ein paar Bilder ein. Lasst sie auf euch wirken und genießen. Schon ganz schön beeindruckend, was die Römer damals schon alles bauen konnten. Also wie gesagt, das Amphitheater, die Villa, das Handwerkerhaus. Genial, oder? Was auch schön ist hier, nicht nur das Museum. Wir waren damals ja im Dezember hier. Wie ihr sehen könnt, war es ein bisschen kahl und kalt. Ist der Weihnachtsmarkt, der hinten auf dem Marktplatz, auf dem wir eben waren, stattfindet. Es ist eine Mischung zwischen traditionellem und Kunsthandwerkermarkt. Ihr habt nicht dieses Discounter-Ambiente, was man auf manchen Weihnachtsmärkten findet. Es ist eine super Stimmung gewesen, richtig toll dekoriert, super Beleuchtung. Ich kann euch nur empfehlen, das sind ja vom Stellplatz 1,5 Kilometer bis zum Marktplatz. Fahrt mal dahin, zurück müsst ihr definitiv zu Fuß gehen. Es gibt jede Menge schöne Stände. Mit leckeren Getränken. Mit leckeren Getränken, ob kalt oder warm. Und für Speisen ist auch gesorgt. Und ja, es war ein teures Wochenende. Wir haben sehr viele schöne, ausgefallene Einkäufe machen können. Der Weihnachtsmarkt ist in meiner Erinnerung der schönste, wo wir waren. Nicht übergroß, aber der hat einfach Flair. So, nutzen wir noch die Regenpause und fahren mit euch noch mal auf die andere Seite und schauen mal, was es da weiter zu entdecken gibt. Da hinten, das ist das Hafentor. Da fahre ich jetzt hin. Das Städtchen hier ist ein Traum. Auch keine Hektik oder so. Irgendwas hast du missverstanden. Das sind doch Badeenten und keine Weinenten. Ich hätte geweint, hätte ich die nicht mitgenommen. Ach so. Weil wir waren ja im Entenshop. Dann habe ich die gekauft, die ich in Holland nicht gekauft habe, weil ich habe in Holland ja die Rosmarie. Wo ist Rosmarie eigentlich hin? Ich vermisse Rosmarie. Die sitzt nicht vorne. Wo ist die Ente hin? Die sitzt doch da gar nicht, ne? Rosmarie ist eigentlich immer hier. Ja. Wo ist Rosmarie? Keine Ahnung. Ich glaube, die ist zu Hause geblieben. Die hat Urlaub. Ich habe fliegen gelernt. Weil
ich ja dann Rosmarie gekauft habe, die hat doch hier immer auf der Lampe gesessen. Die ist bestimmt oben noch im Korb gelandet. Und ich habe aber dann die typische Hollandente nicht mitgenommen und habe die ganze Zeit geweint und habe gedacht, ob ich nochmal nach Vollendamm fahren soll. Vollendamm muss man einmal gesehen haben, aber ist nichts, wo ich öfters hin muss. Und habe die mitgenommen, plus einen Schlüsselanhänger, weil Alfred ja einen Entenschlüsselanhänger hat. Musste ich jetzt endlich auch einen haben. Ich hatte noch einen aus meiner Wanderzeit aus Holz. Und ja, ich musste noch eine Ersatzente mitnehmen. Unsere erste Ente, die wir gekauft haben, die verblasst. Und dann gehe ich rüber in die Touristeninformation und dann sehen wir die da noch. Und die musste jetzt einfach mit. Weil wir nehmen die Enten ja immer von da mit, wo wir waren. Und hier waren wir. Nein, hier sind wir. Was soll ich sagen? Ich quatsche jetzt einfach ein bisschen dumm rum. Wir können euch weder einen Sonnenuntergang noch sonst was zeigen. Wir könnten euch... Was ist denn da auf dem Heki? Wir könnten euch ganz viel komischen Regen zeigen. Das ist ganz komisch da. Es regnet heute immer wieder. Heute ist so ein Aprilwetter. Also wer auf Insta das Reel dazu gesehen hat, also das ist wirklich innerhalb von einer Stunde gewesen. Du bist im tiefsten Grau. Da hinten wird es wieder blau. Das war wie in Tollkammer, ne? Mhm. Drehst dich rum. Strahlendes Blau, andere Richtung, Weltuntergang. Also eben war hier wohl auch ein Regenbogen. Da vorne ist ein beginnender schöner Sonnenuntergang. Also mega komisches Wetter. Aber jetzt soll es regnen, morgen soll es trocken sein. Von daher, ja, haben wir nichts mehr gemacht. Doch, wir haben eben noch hier schön zusammengesessen. An der Stelle, ich bin ja neu, ich komme Auto. Nochmal viele Grüße an Christine. War wieder nett mit euch und ich finde das ja mega, dass wir echt Follower aus der Schweiz haben. Ich bin immer ganz fassungslos. Und ja, von daher machen wir jetzt ein bisschen mit dem Video weiter. Maischoss geht ja online nächste Woche und da kommt jetzt noch ein bisschen Musik rein und dann gehen wir schlafen. Hallo. Ist das windig? Ja. Wir haben schon wieder Sonntag, früh Nachmittag. Liegt aber nicht daran, dass ich mich diesmal verquatscht habe, sondern wir haben euch heute Morgen das Stellplatzvideo gedreht. Und ja, dann habe ich mich doch verquatscht, ist wirklich wahr. Weil der Stellplatz nämlich doch eine Wellness-Oase mit auf dem Gelände hat. Und es dort, ja, viele schöne Dinge zu entdecken gibt. Schaut mal das Stellplatzvideo und lasst euch überraschen, was ihr dort alles noch Gutes für euren Körper tun könnt. Wir tun jetzt auch was Gutes. Wir fahren heute mit dem Rad. Wetter soll ja heute kalt, windig, aber trocken sein. Und wir nutzen noch den Sonntagnachmittag. Auf dem Stellplatz darf man bis 17 Uhr stehen. Habe ich im Stellplatzvideo vergessen. Noch eine kleine Radtour zu machen, fahren gerade Richtung Rhein und dann entscheiden wir mal, wo es weiterhin geht. Schön hier, ne? Ja, sind hier auf dem Weg zur Bisslicher Insel, fahren hier schön an dem Rhein entlang, Plan ist in Wesel, sind nur 12 Kilometer, über die Brücke auf der anderen Rheinseite zurück, hier bei Xanten mit der Personenfähre wieder über die Brücke. Oh, guck mal, was sie da alles aus dem Rhein rausgeholt haben, ne? Muss ja aus dem Wasser sein. Ist schon ein bisschen. Ja. Sieht ja aus wie nach der Flut. Also nach Maischoss habe ich jetzt so ein Déjà-vu zu letzter Woche. Aber so Aprilwetter wie dieses Jahr habe ich lange nicht mehr erlebt. Ne? Gerade wieder Hagel, jetzt wieder Sonne. Also dieses Jahr haben wir im April wirklich alles schon erlebt. Nee, noch kein Schnee. Ja,
Muss ich ja nicht haben. Ja, aber Frost. Frost hat man auch schon. Fängt es wieder an zu hageln. Auf einmal wieder Nadelkorn. Ja, die eine schwarze Wolke, die hängt hier irgendwie. Wir haben hier am, ich glaube, da müssen wir hoch. Ist das ein Ausblick? Ach, du bist ja auch hier. Ja. Da sind wir schon so oft mit dem Wohnmobil drüber gefahren, über der Brücke. Ja, über die hier nicht. Da hinten die. Über die nicht, nee. Die ist ja wie die Brücke von Avignon. Die hört da hinten mit dran auf. Plop. Ja. Oh, guck mal, da gibt's Honig. Ein Honigkasten. Pass auf, Auto. Geh mal weg. Oh, Bienchen haben noch Wochenende. Da ist noch nichts. Sind da gerade ein bisschen an Wesel vorbeigefahren, durch den Hafen und so. Wäre auch noch mal eine Idee. Gibt es ja auch einen Stellplatz am Römer, an der Römerwart, glaube ich. Wäre was auf jeden Fall für den Winter, wenn es nass ist. Weil dieser Stellplatz liegt am Freibad. Ja. Und da ist im Sommer bestimmt Halligalli. Mal gucken, ob wir den vielleicht hier sogar auf dem Weg finden. Das ist die Rheinpromenade, die fahren wir jetzt mal mit euch weiter runter. Aber wir sind gerade auf dem Fußgängerweg, wir müssen da auf das Graue. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ist auch einiges los auf dem Sonntagnachmittag, aber gucken wir mal. So, ja, weiter. Mega. Kein Lust mehr? Ich sehe nichts mehr. Warum nicht? It's raining again. Ja, wir haben zum Glück hier eine kleine Hütte gefunden. Ja, eben hatten wir schon zweimal wieder Hagel im Gesicht. Also die Falten sind für dieses Wochenende schon wieder geglättet. Das ja, erspart die teure Gesichtscreme. Aber das ist ein Vorteil. Mhm. Brillenputztuch und Tempus. Oh, guck mal da, das Segelflugzeug. Das hat er eben hochgezogen. Sind wir eben mal vorbeigefahren. Ja, toll. Ach da. So, ich glaube, es hat aufgehört. Sollen wir weiter? Jo, fisselt der noch. Der Kützer wird mir in den Pilz. Ja, da vorne ist die Insel Graf mit diesem riesengroßen Campingplatz. Ja, hätte man mehr Zeit, würde man jetzt einen Kaffee trinken. Genau, da wohnt ein Bekannter von uns, lebt dort fest in einem Mobile Home, auch Wohnmobilist. Und ja, was er so erzählt, ist traumhaft. Weißt du was? Wenn wir nach Wesel fahren. Ja, dann werde ich mich vorher bei Frank ankündigen. Ja. Und jeder ist nicht da. Ja. Ja, jeder will die Luzi haben. Hinter Wesel haben wir ja auch noch hier diesen großen Wassersportsee, ich glaube der Ausee. Also wir sind gerade begeistert von der Seite hier von Wesel. Und den Stellplatz hatten wir uns gerade schon angeguckt. An der Römerbad, am Freibad. Das Freibad ist komplett Baustelle inklusive der Zufahrtwege und alles. Also von daher... Keine Jugendpacht. Ist nachts da mit Sicherheit kein Action auf dem Parkplatz, weil da ist nämlich nur Schutthalde. Und ja, steht auf jeden Fall auf unserer Personenfähre, da haben wir doch schon. Auf unserer To-Do-Liste für dieses Jahr noch.
Hause sitzt, auch ohne Drei-Wetter-Taft. Ja. Palm Beach. Und zwar haben wir hier in Xanten nicht nur alte Gemäuer, sondern auch neue Gewässer. Wir haben hier die Südsee, die hinten an einer Enge übergeht in die Nordsee. Zwei wunderschöne Wassersportseen hier mit Bootsverleih. Es gibt ein Fahrgastschiff, was in den Sommermonaten fährt. Es gibt Freibäder, die an vereinzelten Stellen an den Seen sind. Es gibt Gastronomie entlang der Seen, gerade hinten, wo die Südsee und Nordsee zusammenkommen. Es gehen rundherum Wander- und Fahrradwege, sind wir schon gefahren, hat man eigentlich auch vor. Die Zeit ist um, wir müssen vom Stellplatz. Haben wir noch was, was wir beim nächsten Mal zeigen können? Was soll ich sagen? Ich würde an der Stelle mal das Fazit am besten machen. Ja. Xanten bietet eine Menge. Für jeden was dabei. Sehr kinderfreundlich, überall Spielplätze, Freizeitmöglichkeiten jeglicher Art, Top-Veranstaltungskalender mit vielen Events. Auch für jeden was dabei. Weinfest, Mittsommernacht, Siegfried, Römer, Weihnachtsmarkt. Also von allem was. Sehr schöne Gastronomie, von bis, Range lässt auch nichts zu wünschen übrig. Und ja, es war ein super schönes Wochenende. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Ein Tipp für euch, auch einmal herzukommen. Wart ihr schon hier? Lasst es uns wissen. Und freut euch auf das nächste Video, wo es nächstes Wochenende wieder hingeht. Ich sage an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Betty. Ciao, ciao.